Dann sagte Tokaito: Binona, habt ihr Verräter in den Zelten? Shonka ist nicht da. So lass uns in unsere Zelte gehen. Die Geschwister machten den Weg miteinander. Sie trafen auf Chapa, der ihnen schon entgegengeschaut hatte. Du bist es? Komm, mein Bruder, mein Häuptling. Wir gehen in Chetansapas Zelt. Als der junge Häuptling mit Chapa und Winona in das große Tipi eintrat, suchten seine Augen sofort den Herrn des Zeltes. Aber Chetansapa war nicht anwesend. Nur Mong Shong Sha, seine Frau, saß im Hintergrund. Tokaito und Chapa ließen sich zusammen am Feuer nieder. Winona brachte dem Bruder Beeren. Er aß sie auf. Da bist du wieder, Tokaito. Hier zu uns bist du gekommen. Ja, Chapa. Und ich habe gesehen, dass ihr noch Mustangs besitzt. Ihr habt sie noch nicht alle geschlachtet. Nein. Erst werden wir selbst verhungern und dann die Mustangs. Wollt ihr hier verhungern? Wer fragt danach außer dir? Für die Langmesser ist ein toter Dakota der beste Dakota.